Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Prison Architect. Ja Leute, der ein oder andere wundert sich sicherlich, warum ich hier kein Gefängnis mehr habe, beziehungsweise wo mein tolles Gefängnis hin ist. Ich werde einfach mal eine kleine Szene zeigen aus der Leerstelle, wo ich vorspielen wollte, damit wir wieder ein bisschen mehr Geld haben, damit es weitergehen kann. Was da passiert ist, Film ab. Ja, genau das. Also, alle Wachen waren tot, gab halt den Aufstand und so und ich habe quasi das Gefängnis total gegen die Wand gefahren. Vielleicht hat das ja der ein oder andere in der ersten Folge schon geahnt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir, okay, bevor du jetzt da irgendwie verkrampft versuchst, das irgendwie noch zu retten, was vielleicht sowieso ein Ding der Unmöglichkeit ist, fängst du einfach neu an. Ich habe ja jetzt auch die Möglichkeit gehabt, letztendlich wirklich alle Kommentare zu lesen, also wirklich alle von den letzten 8 Folgen der ersten Serie. Und die Alpha 12 hat gestartet, ergo, da gibt es jetzt ja auch nochmal ein paar neue Sachen, die man zeigen kann, gerade was das Schmuggeln angeht und so weiter, haben sie ja dann vor allem überarbeitet. In diesem Sinne, Create New Prison, machen wir große Karte. Ich habe ja immer viel vor. Wir probieren es einfach mal, vielleicht kriege ich ja immerhin jetzt ein Viertel der Karte zu bebauen, um das sinnvoll zu nutzen. Fog of War lassen wir wieder an und los geht's sozusagen. Ich habe jetzt auch schon ungefähr einen Plan, wie ich jetzt erstmal verfahren möchte. Wir nehmen erstmal wieder hier alle Dinge an, dass wir wieder das Geld dafür haben, das braucht man ja auf jeden Fall. Weil ich würde nämlich gerne mal anfangen, direkt jetzt hier so einen geschlossenen Raum bauen, für die... ja, so als Eingangshalle sozusagen, dass wir hier dann auch, wenn wir Deployment haben, worauf ich ja jetzt sehr schnell gehen möchte, da eine Wache rein positionieren kann, damit die nicht ständig wegrennen, die Leute. Ja, denke ich, so jetzt passt eigentlich schon, viel größer muss das eigentlich gar nicht sein. So, machen wir gleich mal noch Cheldor, machen wir hier erstmal eine kleine rein, das ist mittig und sieht schön aus. Büros, ich glaube, ich werde auch gleich alle 5 Büros bauen, die wir brauchen. Denn wir brauchen alles. Wir brauchen alles. Wir brauchen den Vorarbeiter. Wir brauchen Warten. Wir brauchen den Chief. Wo ist er hier? Und so weiter und so weiter. Also ich will da eigentlich alles direkt haben. Zumindest jetzt so im Laufe der ersten Stunde ungefähr. Oder ja doch. Im Laufe der ersten anderthalb Stunde ungefähr. Und das heißt, ich müsste das so oder so dann bauen. Kann ich es auch gleich jetzt machen. Office, ja, ich baue es jetzt einfach mal so hier auf gut Glück hin. Und ich würde nämlich sehr gerne jetzt probieren, dass das alles ein bisschen in sich geschlossener ist als das letzte Mal. Also, dass wir auch wirklich vielleicht mal einen großen Block haben, wo dann mehrere Gebäude drinne sind oder mehrere Räume drinne sind sozusagen. Das wäre ganz cool, wenn das klappen würde. Weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert. Wir werden es ja sehen. Auf jeden Fall will ich es jetzt natürlich ein bisschen anders aufbauen als das letzte Mal. Wo das ja teilweise ein bisschen suboptimal war. Ein bisschen. Gut, Objekte machen wir mal schnell hier noch. Office Desk erstmal. So. So. Also man darf halt jetzt trotzdem nicht davon ausgehen, dass das jetzt hier alles reibungslos abläuft. Das wäre auch zu viel erwartet von mir. Und gerade bei diesem Spiel, wo man ja wirklich, weiß ich nicht, also ich denke, das ist absolut normal, dass man da öfters mal neu anfängt. Aber ich meine, das macht ja auch Spaß. Also würde mir das Spiel keinen Spaß machen, dann würde ich ja definitiv jetzt nicht mal neu starten, sondern hätte es einfach jetzt dabei belassen. Aber ich habe halt echt Bock, da jetzt das irgendwie nochmal erfolgreicher durchzuziehen. Und dadurch, dass das Spiel beim ersten Mal nicht ganz so einfach ist, das macht ja auch ein bisschen den Reiz aus auf jeden Fall. So, ich wollte jetzt gerade Toiletten reinbauen, das ist dumm. Brauchen diese Aktenschränke noch. So, so. Sind die schon fertig? Ne, sind noch nicht fertig, okay. Muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, dass die auch die ganze Zeit was zu tun haben. Jetzt habe ich hier hingebaut, ist egal, ist halt ein bisschen Abwechslung bei uns hier, ist nicht jedes Büro gleich eingerichtet, wie es sich gehört. Gut, jetzt müssen wir noch den Raum lang ziehen hier. Ja, machen wir das mal. Ich würde ja gerne, ich hätte ja gerne hier links dann so einen Flur hier lang. Das probieren wir mal, also müssen wir an sich nur so machen. Und noch eins weiter nach links, so. Müsste passen. So, Staff Door machen wir auch gleich. Bauen wir dann hier rein, logischerweise. Und dann hätten wir quasi die 5 Büros schon fertig. So gut wie. Brauchen wir noch Strom und so weiter. Kümmern wir uns gleich mal drum. Power Station, bauen wir. Hier hin. Die Pumpstation bauen wir hier hin. Und die Kondensatoren können wir auch schon mal gleich hier 3 Stück bauen. Und dann werden wir es einfach Step by Step dann wieder erweitern, den Spaß.
Ja, komm, machen wir gleich noch Kabel und so. So. Und jetzt hier noch lang. Hier können wir auch gleich mal noch miteinander verbinden. Dass die Pumpstation auch Strom hat. Das wäre fertig. Müssen wir jetzt mal gucken. Ich weiß es gar nicht, wenn die das jetzt hier auch fertig haben, ob das dann schon verbunden ist. Müssen wir mal schauen. Ich werde jetzt so lange, am besten baue ich jetzt so lange schon mal die Zelle. Die baue ich einfach wieder oben lang, merze aber diesmal gleich ein bisschen länger ziehen. Dass da vielleicht so 30 Leute reinpassen oder so. Ich werde aber diesmal auch probieren, ein bisschen langsamer zu machen. Also Step by Step wirklich diesmal. Und auch ein bisschen mehr sparen. Also ich probiere es zumindest. Dass man auch mal vielleicht mal Bänke bauen, zum Beispiel in die Kantine anstatt Stühle. Oder anstatt Bürostühle, besser gesagt. Ich würde ja gerne irgendwie hinkriegen, dass wir das wirklich geschlossen haben und dass hier zum Beispiel dann dieser Besucherbereich direkt ist und direkt angebunden dann auch an die Zelle. Da würde ich einfach mal sagen, bauen wir die Zelle mal, also diesen Zellenblock, können wir mal hier ansetzen. Ich mache es wieder 12 Meter breit, weil das letzte Mal ganz gut funktioniert hat, von der Breite. Dann machen wir mal so. Da können wir jetzt an sich auch schon mal hier Zellentür reinbauen. Hört mal. Gut. So, dann mache ich das mal ein bisschen schneller. Die Utilities können wir auch schon mal machen. Ziehen wir erstmal den Strom hier lang. Ja, machen wir hier. So. Das dürfte jetzt ungefähr mittig sein. Dann ziehen wir erstmal bis hier hin. Und das Wasserrohr können wir genauso schon mal machen. Jetzt einfach hoch. Ne, halt. Nicht jetzt einfach hoch. So, jetzt hoch. Hört mal. Muss ich mal gucken dann auch, wie ich die Dusche und so baue. Ich habe mir überlegt, vielleicht wäre es ja mal ganz cool, wenn man hier einen Block hat, dann in der Mitte die Dusche und dann hier noch einen Block, dass die Dusche sozusagen in der Mitte trifft. Ist vielleicht vom Weg her ein bisschen besser, dann müsste ich nicht ganz so weit laufen und wäre vielleicht auch mal ein bisschen was anderes. Ich meine, das Spiel heißt ja immer noch Prison Architect, ne? Also, da ist ja meiner Fantasie sind ja hier keine Grenzen gesetzt. Also ein bisschen schon, eine Zelle sollte halt geschlossen sein und so, aber so ein bisschen kann man ja trotzdem rumspielen, wie man will. Gut, jetzt mach die erstmal hin, bitte. Ja, finde ich halt immer wieder lustig, wie die halt in der Lage sind, so einen riesen Tisch alleine zu tragen, aber ein Duschkopf immer nur ein, niemals zwei Duschköpfe. Wie gesagt, das sind immer diese, ich trage nur einen Was-Träger. Das ist gerade, wenn man Umzug hat oder so, ist das cool, solche Leute. Ein Blumentopf. Na ja gut, wenn sie dann noch ein ganzes Sofa nehmen oder so, ist natürlich schon wieder cool, aber das fällt ja dann aus meistens. So, ja, sieht gut aus. Ich überlege gerade, können wir denn schon irgendwas weiterbauen? Ich würde lieber erstmal warten noch, dass ich jetzt erstmal sehe, wenn das abgeschlossen ist, wie sich das jetzt hier entwickelt. Was fehlt denn hier noch? So, jetzt haben wir es. So, jetzt wieder langsam bitte. Okay, das hat sich automatisch jetzt hiermit verbunden. Das ist schön. Da könnte man hier, man könnte natürlich jetzt auch so weit gehen und hier so einen kleinen Flur lang machen, von hier aus, das wäre auch eine Option. Also wie gesagt, hier hätte ich gerne den Besucherbereich, den hätte ich gerne hier mit verbunden. Das können wir einfach mal probieren, dass wir hier so eine Holztür bauen. Dass wir das vielleicht hier so lang ziehen. So hier. Und dass wir vielleicht diesen Bereich hier nutzen dann als diese Holding-Zelle, wie das hieß. Ich guck nochmal ganz kurz. Ja genau, für diese Holding-Zelle. Das wäre eine Option. Kann sein, dass es dann vielleicht ein bisschen zu groß ist. Muss mal gucken. Ob das jetzt hier irgendwie Sinn ergibt, was ich mache oder nicht. Lassen sie erstmal weiterbauen. Man hätte natürlich im Eingangsbereich auch direkt diese Holding-Zellen machen können, aber da ist mir das schon wieder irgendwie zu unsicher. Also ich finde das besser, wenn da so ein Sicherungsraum drin ist. Ich meine, hier können wir dann auch später dann die Leute reinsetzen, die dann, wo dann die Überwachungskameras sind und so weiter. Das wäre ja auch eine Option. Das kommt ja später auch noch, sowas. Ich meine, soweit sind wir ja nicht vorgedrungen das letzte Mal, aber das geht auch. Muss man aber erst erforschen und ist, glaube ich, auch ziemlich teuer. So, was wir auch schon mal machen können, wir können schon mal Warten einstellen. So, und dann kann ich gleich mal zeigen, hier rechts oben haben wir das, nämlich ja dieses CCTV. Für 2000 Dollar, da kann man Kameras bauen und solche Monitore, wo die das dann quasi auch überwachen können, was die Gefangenen machen.
Ich will aber diesmal natürlich erstmal auf Deployment und auf Prison Labor gehen. Das ist mir so das Wichtigste, wobei wir das hier auch alles brauchen. Gehen wir erstmal auf Security und auf das hier. Brauchen wir das? Ja, das brauchen wir fürs Prison Labor. Das ist beides für Warten, okay. Und hierfür brauchen wir dann einen Chief und hier brauchen wir einen Foreman, okay. Sehr da. Allein dafür brauchen wir ja dann schon, sind ja dann schon wieder drei Büros besetzt. Und Psychologe will ich auch und die Buchhalterin will ich auch haben, weil ich sehe schon gerne, was ich jetzt verdiene und was ich plus minus mache und so weiter. So, ja, gut. Also hier, wie gesagt, würde ich jetzt gerne den Besucherbereich draus machen. Und hier würde ich gerne eine Holztür reinbauen. So. Ich weiß nicht, ob das eine Holztür ist, vielleicht so einfach eine ganz normale. Ja, eine ganz simple Tür einfach nur. So, wie sieht die Technik? Da können wir auch schon mal bauen. Ich meine, das brauchen wir ja auch gleich am Anfang. Das ist ja auch ein Bedürfnis. Und darum geht es ja am Anfang vor allem, dass man sich erstmal um die Bedürfnisse kümmert. Wobei, da kommt man ja nie raus, aus dem sich um die Bedürfnisse kümmern. Die sind ja ganz schön anspruchsvoll, die Gefangenen. Gut, wir brauchen jetzt hier diese. Welche Tische, die ich gerade nicht finde. Hallo? Ja, Visitor Table, wo ist denn der? Hier also. So. Ja, bauen wir erstmal vier Stück. Muss ich mal eh beobachten, ob dann jetzt auch mehr Familien kommen oder ob das davor auch schon ausgereicht hat, wenn man so zwei, drei Tische hat. Weil wenn ich merke, okay, es reichen vier Tische, dann können wir ja die Holdingzell immer noch hierhin machen. Was auch eine Option wäre. Muss man mal gucken. Sage ich irgendwie gerade ständig, ne? Müssen wir mal gucken. So, weiter aber jetzt. Halt, wollte ich noch nicht. Ja, Zeitplanung zu machen und dann später. So, der ist gut dabei. Security hat er schon fast 50%. Fast 50%. So, die sind auch gleich fertig. Dann müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Nicht gucken, wie wir das jetzt hier am besten machen. Wie gesagt, ich würde das ja gerne irgendwie umsetzen, dass wir die Dusche in der Mitte haben, weil ich das einfach gerade lustig finde. Und jetzt ist hier die Mauer weggegangen. Okay. Ja, dann bauen wir fix eine neue. Muss einfach nur so hier machen. Oder? Irgendwie ist jetzt Mist passiert. So muss es eigentlich sein. Die Tür, die sitzt irgendwie. Nee, doch, das passt dann. Wenn hier noch eine Mauer hinkommt, dann haut es wieder hin. Gut, dann machen wir hier erstmal für die Zellen den Spaß. Da wurde mir ja jetzt auch gesagt, dass ich da eigentlich keine Türen drin brauche für die Zellen. Aber mein Problem ist irgendwie, wenn da mal ein Aufstand ist oder so. Ich meine, wir können es natürlich mal ohne Zellen Türen ausprobieren, meinetwegen. Können es mal testen. Aber irgendwie ein Gefängnis ohne Zellentüren ist irgendwie komisch, finde ich. So, hier hätten wir das. Ich fange jetzt mal von oben an. Ich würde das jetzt wirklich mal probieren. Dass wir in der Mitte die Dusche haben. Mal sehen, ob das irgendwie aufgeht. Schauen wir einfach mal. So. So. So, das hat man. Ja, da ist noch ein bisschen Platz auf jeden Fall. So groß muss die Dusche jetzt auch nicht sein. Gut. Ich denke, das passt eigentlich. Wenn wir jetzt hier eine Mauer hinbauen, jeweils, und ohne Tür und so weiter, könnte man doch hier vielleicht eine coole Dusche draus machen. Nicht mehr vorstellen. So, dann machen wir erstmal hier die Zellenwände. Aber wenn ich keine Tür mache, dann muss ich auch keine Zellenwände bauen. Das ist auch irgendwie komisch. Also ich glaube schon, dass ich hier auch Türen reinsetze. Das ist mir irgendwie besser gefallen. Ja, da habe ich jetzt wieder Mist gemacht. So. Jetzt ist richtig. Und oben die Zellen werde ich aber erstmal noch lassen. Die werde ich dann später ausbauen. Wie viel haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 10 Stück haben wir unten. Also passen dann hier genau 20 rein. So, hier können wir aber auch schon mal die Mauer setzen. Und jetzt würde ich hier kompletter Raum, würde ich gerne Dusche machen. So hier. Und dann könnte man dann hier an diese Wände könnte man noch Duschköpfe setzen. Man könnte auch mal drüber nachdenken, vielleicht hier in die Mitte vielleicht noch irgendwie was zu bauen, wo man dann auch Duschköpfe ransetzen kann. Das hätte ja auch was. Ich probier's mal. Mal sehen, ob das irgendwie Sinn ergibt. Duschköpfe, was seid ihr hier? Ich
meine, das reicht da eigentlich erstmal. Oder wir machen da Toiletten hin. Ich weiß nicht, ob Toiletten in der Dusche, könnte, müssen wir mal testen. Müssen wir testen. Aber nee, ich baue jetzt hier erstmal noch eine Dusche hin. Ich will erstmal sehen, ob das irgendwie funktioniert. Deswegen machen wir hier mal eine Dusche hin. Und hier, hier können wir dann auch noch welche ranbauen überall. Aber 10 Stück reichen jetzt erstmal. Können wir dann später immer noch ausbauen. So, ich werde es trotzdem mal testen. Ich baue mal hier noch eine Toilette gleich hin. Ich mache mal ein bisschen schneller. Wir haben jetzt erstmal wieder einiges zu tun. Toilette. Jetzt setzen wir einfach mal hier eine hin. Und hier eine hin. Und gucken mal, ob die das irgendwie benutzen. Weil das haben die auch immer als Bedürfnis und vielleicht bringt das ja irgendwas. So, dann würde ich hier gerne das zumachen und hier zumachen. Damit hier kein Wasser rausgeht. Das müsste ja vielleicht sogar schon reichen. Ich weiß nicht. Wir testen es einfach mal. Ich lasse das mal so. Auf jeden Fall, rein theoretisch dürfte jetzt kein Wasser hier in diese Zellen reinlaufen und so weiter. So, Betten braucht man noch. So. Und jetzt hier noch. Ja, komm, die 10 Stück machen wir jetzt schon fertig. Und jetzt noch Toiletten. Also das Gefängnis wird auf jeden Fall ein anderes als das letzte. Möchte aber auch sein, weil ansonsten wäre das ja in 8 Folgen wieder, wäre aufstanden alle tot. Das war mir ja auch nicht. Ja, also hier muss ich da natürlich noch eine Wand hinsetzen. Warte mal, macht das gerade Sinn, was ich jetzt hier gebaut habe? Puh. Ja, geht so. Ja doch, insofern mache ich die Wand dann noch weg. Ach, gucken wir mal, gucken wir mal. Hier müssen wir auf jeden Fall, wollte ich jetzt noch was hinmachen. Also hier können wir halt die Holding-Zelt draus machen eigentlich. Was sind das? 1, 2, 3, 4. Ah, die muss ja 5x5 sein, glaube ich, ne? Das ist natürlich jetzt ungünstig. Das ist schwierig. Können es natürlich auch hier hinsetzen. Weit muss denn das dann sein? 6 Meter, ne? Ne, 7 Meter. Dass wir hier die Holdingzellen hinsetzen. Und dann können wir hier die Mauer wegreißen und dann bauen wir halt hier noch einen kleinen Übergang rüber. Das würde auch gehen. Aber was mich jetzt ein bisschen stört, ist, dass wir hier überhaupt nichts haben. Ich hätte halt hier auch gerne noch eine Verbindung gehabt. Aber ich weiß nicht, was ich da jetzt reinbauen soll. Das stört mich jetzt gerade ein bisschen. Das geht nicht. Ich mach einfach mal so, mal gucken. Ich glaube ja, ja genau, dann... Ah ne, das so könnte es hinhauen. Die Frage ist nur, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu groß für eine Holding-Zelle. Das kann natürlich jetzt sein. Aber nur fest kann man das dann immer noch splitten und irgendwas anderes reinhauen. Schauen wir einfach mal. Gut, Rohre müssen wir erstmal setzen. So viel das große habe ich ja schon. Machen wir erstmal die kleinen. Und ich habe die Holding-Zelle ja bislang nie wirklich gebraucht. Es ist natürlich eine billigere Variante, wenn man vielleicht mal schnell viele Gefangene braucht, um wieder an Geld zu kommen. Ich weiß es nicht, aber eigentlich will ich das ja gerade vermeiden. Weswegen ich vielleicht gar keine Holding-Zelle bauen muss sogar. Aber mir wurde ja auch geschrieben, dass zum Beispiel die Telefone, die man bauen kann, soll man auch in die Holding-Zelle bauen. Weiß ich nicht. Aber nur in der Holding-Zelle, das zu haben, ist auch scheiße, weil das tut ja anscheinend auch das Bedürfnis nach Familie senken und da ist es auch gut, wenn die das hier irgendwie auf dem Hof zum Beispiel haben und in der Freizeit nutzen können und so weiter, würde ich meinen. Glaube ich fast. Weil die haben ja auch immer das Need Family, deswegen. Na gut, wir gucken mal, wir gucken mal. Auf jeden Fall die Dusche, die gefällt mir schon mal ganz gut hier. Schön aus. So gut, naja gut, wie machen wir dann jetzt weiter am besten? Aber wisst ihr, was mir gerade einfällt? Man hätte natürlich jetzt auch die Kantine hier so lang bauen können. Dass man hier keine Zellen hat, sondern Übergänge sozusagen. Und wisst ihr was, das mache ich jetzt auch nochmal. Ich reiß das mal wieder ab hier. Geht ja schnell. Und so teuer ist das jetzt auch nicht, was ich jetzt hier gebaut habe. So, dann macht mal bitte noch die Mauern hier weg. Und die Räume macht er bitte auch noch neutral. Und da bauen wir hier Türen rein. Hier dann genauso. Hier rechts kann ich ja dann auch noch irgendwas hinsetzen. Und wenn es der Workshop ist oder die Laundry oder so, weil das will ich jetzt auch möglichst schnell bauen. Und da bauen wir jetzt hier
guck mal, so. Bauen wir jetzt hier Kantine hin. Und zwar so, dass die auch oben über die Tür reinkommen. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Also, Frage ist nur, wie breit jetzt. Die Frage ist, wie breit wir das machen. Also 13 Meter von der Höhe jetzt, ich meine jetzt aber nach links jetzt noch, ich glaube fast so reicht wahrscheinlich, ja. Ja, die Küche wollen wir auch wieder reinsetzen. Dann machen wir 22 Meter. So. Dann kann ich die auch wieder wegmachen, hier die Wand. So, dann bauen wir jetzt hier Objects. Shadow. So. Gucken wir mal, ob das irgendwie cool ist. Und dann können wir rein theoretisch hier dann auch einen Hof setzen. Also halt nicht so einen Riesenhof. Ah, toll. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Müssen wir halt noch gucken, ob wir hier wirklich überall Holding Room draus machen wollen oder nicht. Das weiß ich noch nicht so genau. Und hier müssen wir eigentlich auch eine Tür reinsetzen. Shelldoor und Shelldoor. Bei nee. Wenn hier schon eine Tür... Nee, doch, müssen wir. Müssen wir. Weil ja hier auch deine Holding Room ist. Deswegen macht das, denke ich, schon Sinn. Nee, und dass wir hier vielleicht eine Mauer ransetzen, als Hof sozusagen. Das können wir eigentlich auch mal machen. Mache ich erstmal den Yard am besten. Das wird ein Ding, ey. Das wird ein krasses Gefängnis. Ich glaube, das geht total nach hinten los, was ich jetzt hier alles mache. Aber gut, ich probiere es halt. Mal was anderes zu machen. Machen wir Yard hier. Also auf jeden Fall dieser Bereich hier. Rein theoretisch könnte man natürlich auch von hier aus noch einen Durchgang zum Hof dann machen. Dass sozusagen hier dann der Holding Room endet. Und hier ist dann eine Tür noch auf dem Hof dann. Das wäre auch cool. Ich mach das einfach mal. Dann bauen wir hier jetzt eine Mauer einfach lang. Da ist der Hof zwar jetzt nicht so riesig, aber... kostet jetzt erstmal nicht so viel und es wäre gesichert.